Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich möchte, beziehungsweise nein, eigentlich muss ich mit euch heute über ein ganz bestimmtes Buch reden. Ich habe es gerade beendet und habe mir gedacht, du setzt dich jetzt sofort auf deinen Stuhl und drehst die Rezension ab, weil ich habe Redebedarf. Ich kann zwar nicht allzu viel sagen, weil es ein zweiter Band ist, aber ich würde sagen, ich rede nicht lange drum herum und zeige euch einfach direkt mal das Buch. Es geht um Consequences 2 von Alerta King Promic. Ich bin so doof. Jede Entscheidung hat Konsequenzen aus dem wunderbaren Fester Verlag. Ich habe dieses Buch auch als Rezensionsexemplar bekommen. Also vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle für das Exemplar. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, das hier ist Band 1, ein richtiger Whopper. Und vielleicht weiß es der ein oder andere von euch noch. Ich glaube, es war circa vor einem Jahr oder vor anderthalb. Ich bin mir nicht so sicher. Da habe ich eine Rezension zu Band 1 abgedreht und ich war so geflasht, weil das Buch hat mich fertig gemacht. Tagelang konnte ich an nichts anderes denken, außer an dieses Buch, weil es einfach so psycho ist und man einfach die ganze Zeit daran denken muss. Und ja, was soll ich sagen? Der Nachfolger hat es nicht anders gemacht. Dieses Buch hat mich genauso fertig gemacht. Ich werde euch nichts zum Inhalt sagen, weil ich euch richtig, richtig, richtig doll spoilern würde und das möchte ich natürlich nicht. Aber ja, das Cover ist auch hier wieder sehr schwarz gehalten und man sieht nur eine Frau. Ich finde, die Cover passen unglaublich gut zur Geschichte. Und ja, die Geschichte ist ganz, ganz anders als die vom ersten Band. Ich habe mir das schon gedacht, deswegen bin ich auch mit ganz anderen Erwartungen daran gegangen, muss ich sagen. Es war nicht schlechter, aber es war einfach anders. Wenn man Band 1 gelesen hat und dann Band 2 liest, dann versteht man das erst, was ich da meine. Aber es war auf jeden Fall anders, aber nicht schlechter oder irgendwas. Es war einfach grandios. Das Buch war voller Spannung. Ich fand es teilweise sogar noch spannender als Band 1, weil man weiß einfach, was in Band 1 alles passiert ist am Ende und denkt sich die ganze Zeit, oh mein Gott, wie läuft das jetzt alles zusammen? Was passiert da noch alles, was dich nochmal so fertig machen wird? Und ja, man ist einfach, meine Nerven waren über das ganze Buch hin zum Zerreißen gespannt, einfach weil man immer mehr herausfindet, man möchte immer mehr herausfinden, man möchte einfach wissen, worauf läuft das Ganze hinaus, was hat es mit allem auf sich, weil das findet man auch bis zum Ende dieses Bandes nicht wirklich heraus. Es ist wirklich eine Folter und ja, das Buch ist auch hier wieder aus der dritten Person geschrieben. Und immer aus den Sichten verschiedener Personen. Hauptsächlich aus der Sicht von Claire, aber es kommen auch noch viele andere Leute hinzu. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Consequences 1 noch super gut im Gedächtnis gehabt, weil das ist einfach ein Buch. Ich weiß noch ganz genau, was passiert ist über das ganze Buch hin. Und deswegen ist mir das nicht schwer gefallen, aus so vielen verschiedenen Sichten zu lesen. Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen so zum Einstieg ein bisschen komplizierter ist, aber ist man einmal drin, dann hat man so gut reingefunden. Ich glaube, es waren 1, 2, 3, 4. Ja, 4, so. Es sind aber immer sehr kurze Kapitel. Also wie gesagt, hauptsächlich spielt sich alles so aus Claires Sicht ab, halt in der dritten Person. Ich finde, die dritte Person ist in diesen Büchern sehr, sehr gut gewählt. Bei Consequences 1 hatte ich da ja am Anfang so meine Probleme, weil ich mir immer so denke, ja, so New Adult und Dark Romance, was ja dieses Buch auch hier ist oder sein soll, sind ja meistens aus der ersten Person geschrieben, weil man dann auch die Gefühle und das alles liest. Und das ist nicht so oberflächlich. Und die dritte Person ist halt etwas, finde ich persönlich, immer etwas oberflächlicher. Sie greift nicht so tief rein und das, finde ich, ist einfach perfekt für diese Bücher. Das bringt noch mehr Spannung, es macht noch spannender das Ganze und es war einfach so gut. Und ja, ich fühle so wie Claire zwischen mal so, mal so, mal so. Ich bin genauso hin und her gerissen wie Claire. Also ich kann die Frau wirklich verstehen, warum sie wirklich so hin und her gerissen ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, oh, das ist so ein Hin und Her, die kann sich nicht entscheiden. Aber ich finde, das ist hier so gut aufgearbeitet, dass man wirklich einfach wie Claire fühlen muss. Es ist irgendwie so wie bei You. Der Kerl ist zwar voll der Psycho, aber man versteht ihn, weil
ich weiß nicht, er bringt das einfach so rüber, dass man ihn versteht, warum er das alles macht. Er begründet das ja und pipapo und bla bla bla. Und hier, ja, ich kann Claire auch verstehen. Bei allem, was sie macht, kann ich sie verstehen. Ich kann ihr hin und her komplett verstehen, weil ich mich genauso hin und her gerissen gefühlt habe wie sie. Und oh, es war wirklich so nervenauftreibend. Ich glaube, ich konnte nachts nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit an das Buch gedacht habe und mir einfach nur so gedacht habe, oh mein Gott, du kannst jetzt aber nicht die ganze Nacht durchlesen, weil du musst ja zur Arbeit. Und ja, das ist so der Struggle mit diesen Büchern. Aber man will immer wissen, wie es weitergeht. Man liest auch immer ein bisschen aus der Vergangenheit. Aber ich möchte euch, wie gesagt, sagt auch da nicht zu viel verraten. Ich kann euch einfach nur sagen, dass es eine so spannende, krasse Geschichte ist. Für all die Leute, die ja mir schon öfter geschrieben haben, dass sie bei Dark Romans immer so ein bisschen Angst haben, beziehungsweise so ein bisschen abgeneigt sind. Ich muss tatsächlich sagen, dass sowohl Band 1 als auch Band 2, ich bin noch so bei diesem Begriff für diese Bücher mit Dark Romans so zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite hätte ich es, glaube ich, eher so, wie würde ich es bezeichnen, so als Dark Romans Thriller. Also man liest in diesen beiden Büchern, was auch absichtlich so gemacht ist, einfach um diese Distanz zu wahren, aus bestimmten Gründen, die in Band 1 ganz am Anfang noch nicht bekannt sind und auch hier noch nicht so bekannt sind, liest man keine expliziten Sexszenen, so wie es normalerweise in Dark Romans Büchern eigentlich immer der Fall ist oder auch in New Adult Büchern sehr oft. Das liest man hier nicht, das wird quasi immer so, es wird darauf hingeführt und dann wird es übersprungen, so. Und ja, es ist eher wirklich so ein Psycho, also so ein, ja, ich würde es wirklich so Romance-Thrill nennen. Weil es einfach so ein Buch aus Liebe ist, Intrigen, ja, so familiäre Machenschaften würde ich auch mit dazu. Also wirklich, Leute, ich sage euch, lest es einfach. Lasst euch überraschen, vor allem Band 1. Band 1 ist wirklich ein sehr, sehr dickes Buch. Und auch ich habe mir beim Lesen von Band 1 gedacht, ihr könnt gerne meine Rezension dazu nochmal anschauen. Da sage ich das alles ausführlicher. Ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, okay, ja, ist gut. Aber worauf läuft das hinaus? Man denkt sich die ganze Zeit im Innern, worauf läuft das hinaus? Und dann am Ende kommt so BÄM in die, ne? Ich möchte es jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall denkt man sich dann, hat sich nicht getan. Es hat wirklich mein Leben zerstört. Ich konnte tagelang nicht schlafen deswegen. Es hat mich richtig dolle fertig gemacht. Und ja, auch dieses Buch war nicht viel besser. Es war sowas von spannend. Es hat sich nicht wirklich viel aufgeklärt, muss ich sagen. So das eine oder andere. Aber ich glaube, das ist extra so gemacht, weil ja, es kommt ja auch noch ein dritter Band. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Und ich kann es kaum erwarten. Ich bin froh, dass Band 3 zum Glück nicht mehr lange auf sich warten lässt. Der kommt nämlich schon im März raus tatsächlich. Ende März, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und hui, ich kann es kaum erwarten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der zweite Band hatte tatsächlich einen nicht so riesigen Cliffhanger wie Band 1. Band 1, der Cliffhanger, der ist monströs, das sage ich euch. Also ich glaube, hätte ich damals gewusst, dass der so einen Cliffhanger hat, hätte ich gerne auf den zweiten gewartet. Aber das Warten hat sich wirklich gelohnt. Das war so einer meiner sehnsüchtigen... Bla bla. Also ich habe auf dieses Buch unglaublich sehnsuchtsvoll gewartet. Das wollte ich sagen, nur mit anderen komischen Worten. Auf jeden Fall, ah, ich fand es wieder so, so gut. Es ist so ein Buch, das hat mich wieder einfach komplett so mitgerissen beim Lesen. Es war so, ja, es war einfach phänomenal. Also ich finde es einfach so geil. Ich merke immer mehr, dass ich so Psycho-Sachen liebe. In Verbindung mit Intrigen und Liebe halt. Oh, ich finde das so geil. Ich finde das einfach so geil. Und ja, ich fand's phänomenal. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Schaut euch die Bücher bitte, bitte an. Sie sind so, so gut. Und sie lassen einen wirklich nicht los, also mich jedenfalls nicht. Und ich habe von vielen anderen gelesen, dass es ihnen genauso geht bei diesen Büchern. Und das soll es auch schon gewesen sein von meiner, ja, ich sag mal, kurzen, knackigen, sehr aufgewühlten und gerade, ich habe das Buch gerade frisch beendet, Rezension. Das war kein Satz, aber okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr jetzt alle direkt auf dieses Buch geht. Ich möchte, dass dieses Buch ganz viele Menschen lesen, damit ich mich austauschen kann und damit ich meinen Gefühlen so richtig freien Lauf lassen kann, weil ich kann euch nichts zum Inhalt sagen und ich würde so gerne. Ich war erst mal überlegen, ob ich eine Spoiler-Rezension drehe. Habe mir dann aber gedacht, nein, das ist doof, das mache ich nicht, weil dann die meisten das eh nicht schauen und
Ja, ich fühle mich dann schlecht, wenn ich Leute spoiler und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und schreibt mir doch einfach mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon kennt oder ob ihr vielleicht vorhabt, es zu lesen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss!